brauche unbedingt einen Blaubeer-Piet. Hier. Hast du eigentlich nochmal geguckt wegen inoffiziellen Server oder sonstiges? Nee, ne? Nö. Ich glaube, da gibt es momentan noch nichts so groß. Passt das als Blaubeer-Piet? Kann ja natürlich sein, dass welche in Vorbereitung sind. Das ist ja, kann gut möglich sein. Ich hoffe doch. Also ich will nicht nochmal einen Server aufmachen, aber ich würde gerne irgendwie einen Server unterstützen oder halt ja, irgendwie Werbung dafür machen und... Da kann ich dich eigentlich mal fragen, Fred, was würdest du für einen Server haben? Low Rules? Semi? Ja, wenn schon low. Also, es sollte halt nicht viel sein, ne? Also. Ah, ich bin übrigens soft gespawnt. Soft? Ja, ne, ist doch gut. Ja. Ist doch richtig. Kommst du hoch zu den See da? Also, ja. Da, wo wir jetzt mal waren? Also, Low Rules, sagst du? Ja, safe. Okay. Da mir ging das jetzt mittlerweile auch ein bisschen auf den Sack, wenn du auf dem Offi rumrennst und dann mixpacken die, Alter, mit Herbies und Carnies. Das ging mir in letzter Zeit ziemlich auf den Keks. Nein, Low Rules macht es halt für alle einfacher und der Spielspaß ist halt trotzdem noch gegeben, oder? Ne? Ja, halt, und ich glaube, die Admins haben doch nicht mehr so viel zu tun, dann denke ich mal. Als bei einem Semi oder bei einem richtigen vollgepackten Server mit Regeln. Oh, ich hol mir mal ganz kurz einen Fisch. Ja, gerade weil du auch so viel zu tun hast. Oh, hallo. In neuen Maps und so. Stuck da, stuck hier. Da bin ich eh gespannt auf der neuen Map, ja. Und ich denke mal auch, der Hype wird doch kommen bei der neuen Map, damit Rodon und Bipi. Ich tippe mal, da gibt es dann doch einen großen Schwung wieder. Safe. Ja, aber das Ding ist, ich will halt irgendwie gar keinen Server nochmal aufmachen. Also, ich habe einfach gemerkt, das liegt mir nicht, irgendwie die Verantwortung zu haben. Und find mal Leute, die auch irgendwie selbstständig mitarbeiten und mitdenken und mithelfen. Das ist halt echt schwer. Sie. Und. Unterstützen ist kein Problem auf jeden Fall, also wenn jemanden kennt, der jemand irgendwie einen Server macht oder Sachen machen möchte und das passt irgendwie vielleicht zu uns, dann schickt das uns einfach mal privat per Discord mit einem kleinen Info oder sonstiges. Ja. Aber ich tippe, ich würde auch mehr Low Rules gehen. Obwohl Semi auch wieder interessant wäre. Mit Semi habe ich mich halt noch nicht auseinandergesetzt. Also. Ich habe damals mit Semi angefangen, das Game. Also es war damals im Semi-Server, du musstest halt die Calls einhalten. Mhm. Die waren verbindlich. Und war eigentlich ganz cool. Also die Atmosphäre war ganz witzig. Auch so das Verhalten musstest du so ein kleines bisschen nachmachen. Also die hatten so ein paar Stichpunkte gemacht. Das war ganz witzig. Warum kriege ich hier keinen Fisch? Sorry. Hast du einen Fisch da oben bei dir? Ja, hier sind ganz viele. Ich krieg keinen Fisch hier unten. Weißfisch, Spotz. Oh. Hier kannst du. Ja. Aurora liegt hinter uns, falls jemand fragen sollte. Das ist jetzt einfach. Das ist so, wie es ist. Das hatte Frina letztens auch im Stream gesagt. Das ist, wie es ist. Und, ja. Bist du ganz oben? Ja, ganz oben. Da, wo wir uns in den Baum gebackt hatten. Ach, da. Oh, das war lauter da. Der Pete ist immer noch übrigens da oben, ne? Ich weiß nicht mehr, welches Server das war, aber der lebt immer noch da oben auf dem Baum. Echt, ja? Ja. Krass. Sag doch, ich krieg das immer hin. Ich finde Stellen, wo keiner wirklich hingehen würde, und du bist dann trotzdem stuck. Siehe Kano, wo wir jetzt gerade fast 10 Minuten gewartet haben, bis der verhungert ist auf dem Server. Oh, krass. Ja, krass. Vor allem, wenn ich hier rausgekommen bin, also musst du da auch irgendwie rauskommen. Wo bist denn du? Aber auf die neue Map bin ich fucking gespannt. Also ich habe mir gestern mal Videos angeguckt und dann war das von ich hab da so Bock drauf. Und wenn die dann noch in Unreal Engine 5 gehen, oh mein Gott. Hä? Oder wo bist denn du? Ich höre dich nur irgendwo aufklatschen. Sag mir jetzt nicht, du bist stuck. Ja, was machst du? Ach, da hinten, lol. Mutz an Router, ich schwöre es dir. Ach nein, kackt der denn wieder ab? Ja, gerade eben kurz. Ach, du bist... Lol, alles klar. Ja, okay. Ich hab mich gerade gewundert, warum du einfach straight durch die Wand geflogen bist. Ja, du bist gerade irgendwie runtergefallen. Ich habe mehrmals gehört, wie du aufgeklatscht bist und... Naja. Jetzt callt jemand? Ja, doch nicht. Ach so, wow. Ja, ich lebe noch, alles gut.
Hi. Alter, was? Na gut, du bist ja schon 5 Minuten eher drauf. Oh. Ungefähr. Wie schnell der wächst, ist halt auch nochmal. Ja. Aber ich bin wirklich gespannt, wie viele Server wieder entstehen werden und kommen werden und wie viele gehen werden und... Auch auf dieses Server-Bashing habe ich gar keinen Bock mehr, ne? Wenn ich überlege... Länger ist die Zeit, ne? Ja. Na, ich glaube, das bleibt nicht aus. Zumindest nicht bei der Community. Ich glaube nicht, ne. Ich glaube auch, das bleibt. Das bleibt ja, voll. Ich denke mal, es werden viele alte Server halt auch wiederkommen, ne? Meinst du? Ja, bestimmt. Meinst du, dass Insel wiederkommt? Ich glaube nicht. Nee, sowas nicht. Aber ich meine, es gibt ja unabhängig jetzt auch von den deutschen Servern alte Server, wo ich früher drauf gespielt habe. Im Namen, boah, keine Ahnung. Aber ich denke mal schon, dass alte Server auf jeden Fall nochmal Neustart probieren. Oh, stimmt. Das war auch so eine wichtige Frage. Uff, Alter, pass mal auf. Dinos Storn oder nicht Storn? Ich wäre prinzipiell dafür, aber wenn es nur ein Dino wäre, dass du zwischen einen immer wechseln könntest. Weil wenn du wieder zu viele reinstoßt, hat wieder irgendein Dulli, dann wird da mindestens 20 Dinos drin und dann kommt ein neuer Spieler, weißt du? Tötet den Dulli und dann kommt er wieder mit einem neuen Dino und klatscht den neuen Spieler weg, weißt du? Ich fühle mich ein bisschen angegriffen, ja. Also ein Dino auf jeden Fall stone, das finde ich noch okay. Ja, so ein, zwei gehen schon, ja. Würde ich auch mitgehen, ja, safe. Das auf jeden Fall. Body Down würde ich halt irgendwie weglassen. War ich noch nie so der Fan, da gab es immer nur Stress. Juvi-Schutz ist schwer nachvollziehbar. Konntest du noch ein Legacy sehr gut machen. Safe Zone würde ich auch weglassen. Obwohl, vielleicht bei der neuen Map. Schön jetzt. Lol. Ja, Safe Zone weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wie die neue Map wird. Vielleicht so für Neulinge wäre es vielleicht gar nicht so schlimm. Irgendwie so ein Nesting Ground, wo die Leute nesten und da ist halt Safe Zone oder irgendwie sowas. Oder halt an dem See. Kannst du dich daran sehen, bei dieser komischen See bei Netflix hier? Diese Trickserie mit den Dinos hier? Camp Kreidezeit, oder wie die hieß? Oh. Ich glaube, die hieß so. Keine Ahnung. Hieß die so? Ich weiß es gerade nicht. Und da gab es eine Stelle, da sind alle Dinos hingegangen zum See und haben dort getrunken. Carnies bis Herbivores, die haben sich nicht bekriegt oder sonstiges. Die sind hin friedlich, haben getrunken und sind halt ihren Weg wieder gegangen. Sowas ja, halt. Ich sag mal. Aber das ist auch wieder schwer irgendwie nachzuvollziehen, wenn kein Recording drin ist. Ja, das, ich meine, außerdem, das Spiel gibt ja die Nesting Grounds vor, so. Ich meine, da kann man bestimmt ein bisschen was tun. Ja. Irgendwann, nein. Das ist definitiv, ja. Aber ich freue mich schon, also ich freue mich irgendwie mehr auf den Baby als auf den Droh dann irgendwie. Ja, weil er halt aquatic ist, ne? Das macht halt noch ein bisschen was aus, so. Lass mal bitte zum... Boah. Ja, lass mal zum Strand fliegen. Ich würde gerne eine Schildkröte klatschen. Okay. Follow me! Sie. Tja. Ich bin mega gespannt, wirklich. Also ich hoffe auch, dass die Dinos dann langsam wirklich schnell reinkommen. Perks und Elder ist ja noch das größte Update, was vor uns liegt. Das Wettersystem ist ja schon drin. Musst du nochmal nach oben gucken. Ist ja nur deaktiviert. Und was war das? Das, Kuh? Das war ein Reh. Oder ein Elch. Ja, moin. Klingt auf jeden Fall so lustig, ja. Was war das nächste? Also wenn im Poison kommt, dann auf jeden Fall nach Trodon und so. Ich hoffe, dass die Map halt mit Update 6.5 kommt. Ist das 6.5? Ja, 6.5, genau. Ja, Elder und Perks, denke ich mal, ist das größte Wetter, ist ja schon drinnen. Und das letzte Update, das war ja das Performance-Update, da werden die sich nochmal rein auf die Performance fokussieren. Ich denke mal, da wird es nochmal einen richtigen Schub geben. Und danach geht es ja schon Richtung Menschen. Die Menschen sind nur noch still in Alpha. Kannst ja trotzdem schon spielen, aber bringt ja halt nur nichts. Außer mal die Perspektive zu sehen, wie es halt so ist. Und ich finde es schon geil. Hi. Guten Tag. Ey, auf die neue Map bin ich mega gespannt. Die soll ja kleiner sein, die ist ja kleiner als Spyro und hat aber mehr Spielfläche. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich bin nicht gespannt. Macht nur Sinn irgendwie.
Macht das Spiel halt auch spielbarer, weil du nicht mehr fünf. Also ja, natürlich, das Suchen gehört dazu. Ist richtig. Und ich meine, es kommt ja noch mehr AI rein. Die wird dir ja auch über den Weg laufen. Aber so ein Sturzflug. bisschen kleiner ist halt doch ein bisschen besser. Ja, oh fuck! Alter, da kam ein Baum. Wollten wir nicht mal eine Flugschule aufmachen mit Tucker? Ja. Eigentlich schon, ne? Ah, ich freue mich schon, mit dem Krog im Meer rumzuschwimmen, ne? Du kannst ja vom Fluss ins Meer langsam dann schwimmen und dort die Leute abfangen. Wo es eigentlich gar keinen Sinn macht, mit dem Dino ins Meer zu gehen, glaube ich. War da nicht eigentlich Süßwasser? Der Weiß ich Dino? nicht. Vielleicht kann auch beides. Wow. Gibt ja sowohl. Warte. Google ist jetzt? Wow. Guck schon mal nach einer Schildi. Aber ich freue mich auch mehr auf die Aquatik. Ich will langsam irgendwann mal Aquatik haben. Wenn ich das bei Path of Titan schon sehe, was die da reinmachen. Gut, ist qualitativ nicht so geil, weißt du, wie die Eil. Aber wenn die immer so ein, keine Ahnung, irgendwas Ishii-mäßig oder irgendwas. Ich hab da voll Bock drauf. Wenn ich einen Bob die ganze Zeit eine Moser spiele, kriege ich die ganze Zeit richtig Bock drauf, dass es in die Eier kommt. Boah. Also ich gehe davon aus, dass ein Süßwasserkrokodil ist, was hier steht. Die gehen davon aus, dass an Flüssen und Sümpfen. Ja, hier. So für Süßwasser. Ja, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Also, na gut, ist ein Spiel, scheiß drauf. Ach nee, die sind halt auch. Nee, die sind halt auch im Salzwasser. What? Lol, okay. Ja. Also es wurden Fossilien in Marienablagerungen gefunden. Ich denke mal, das. Okay, ist krass, hätte ich nicht gedacht. Mehr. Crazy. Ich finde keine Schildkröte hier. Wo bist du denn? Weitergeflogen, dort bei den Containern. Ach, ich weiß nicht, wo die Container sind. Junge, einfach am Rand lang fliegen. Da hinten, ja, stimmt. Yes. Ja. Finde ich aber setzt davon die Idee, ich mache den Server auf und ich mache dich als Owner. Auf gar keinen du Fall. Du führst alles. Auf gar keinen Fall. Die Zeit habe ich ja mal absolut gar nicht. Ich glaube, das wird nur nach hinten losgehen, wenn ich jemanden oder. Na, nee. Ich glaube, da finden wir niemanden. Mhm. Muss auch nicht sein. Das Ding ist, ein eigenes Baby wäre schon cool und alles, aber. Brauchst wieder viel Zeit und alles und. Ja, außerdem, wenn man keine Lust auf die Verantwortung hat, dann. Ja. Also ist das schon cool, irgendwie gleichzeitig Streamer zu sein und gleichzeitig Owner als von dem Server. Das hat irgendwie schon was. Fühlt sich auf jeden Fall geil an. Aber halt, ja, hast dann eine Verantwortung und musst dann so, so und das planen, das und das planen, das und das planen. Und da brauchst du auf jeden Fall helfende Hände. Was war das denn? Schildi! Die gerade gecallt? Gummi! Ist sie tot? Okay. Die ist tot. Bist du? Wie sieht die denn so lebendig aus, hörst oder? Hörst du das? Spielpunkte-Musik. Boah. Aus. Ich hatte gerade gar keinen Sound, jetzt höre ich das Wasser wieder. Hä? Hörst du das? Ah, Leute, die rülps, ja. Komisch. Ich glaube, weil die stuck ist. Warte, ich mach noch mal einen Kamikaze-Angriff. Ich glaube, die ist bugged, keine Ahnung. Oh, die rülps. Lol. Wie geil. Oh! Autsch. Witzig. Gar nicht mitbekommen, dass die Gründen auch Sounds haben. Lol. Alles klar. Ja, ich flieg mal weiter, guck mal, ob da irgendwo noch ein anderer Schildkröte ist. Mach mal. Oh Gott, wie die sich anhört. Das klingt voll lustig. Das klingt richtig lustig. Ein bisschen, ja. Ey, ich werd das jetzt ein Blaubeer-Piet. Nice. Freu mich. Das ist irgendwie gar keine Schildkröte. Wir müssen irgendwo Krabben rumlaufen. Na gut, Krabben braucht man nicht. Das ist natürlich wieder. Ich hab voll eine Kröte gehört. Da ist ein Schildi! Auf 12 Uhr! Ah!
Hier bleiben! Hä? Ich mach grad. Sag mal, kackt der Server ab oder? Hier ist auch eine Schildkröte im Wasser. Wow, ich bin tot. Flieg am Wasser lang, da ist ein Jutta, der frisst mich gerade. No, ich hab keine Stamina mehr. Ich seh ihn, oh Gott. Oh nein. Ich werde als Stego jetzt genistet. Oh wow. Musst mir sagen, wo du bist, auch wenn ich keine Orientierung habe, dann kann ich sein. Send a request. Oh! Da fehlt mir echt der Glu. Oh! Hallo! Die freuen sich gerade. Got a baby! Frag die mal, wo die sind. Platsch. Und ob ich dazukommen kann. Oh, die sind voll süß! Mein Gott, bin ich klein. I am adopted. Oh wow. Ah, ich mach. Alter, der drüben macht mir Angst. Ey, hier ist auch ein Pete. Und wo bist du denn? Mit vollem Futter gespawnt ist der von das denn? Hä? Wieso bin ich mit vollem Futter gespawnt? Ich bin mit vollem Futter gespawnt. Auch nicht schlecht. What the fuck? Ja, Digga. Du hast mich halt zum Arsch der Welt gebracht. Ich finde alleine nie wieder zurück. Also, ich finde die Geräusche von, die Geräusche, klangen ganz komisch. Was ist denn das hier? Hier ist so ein Riesenturm. Achso, ich bin am Hafen. Guys, I smell death. Ich kann dir mal die Koordinaten sagen. Ja, super. Ah, Alter, was ist das denn? Hilfe! Und tot. Nee, aber die Musik ist so laut auf einmal, wenn ich zum Hafen fliege. Oder Alter. Warte mal, ich guck gerade, wo die sind. Warte mal, ich sehe nichts. Achso, beim Hafen, ja. Ich glaube, die sind hinten bei South East. Hätte keine Ahnung, wo ich bin. Ich fliege einfach mal ein bisschen. Ist near the nest. Okay. Aber das klingt echt komisch. Also den. Oh, da ist noch ein Babu! Finde, stirb schnell, da kannst du vielleicht auch ein Babu werden. Okay. Los! Dann mach ich einen Kamikaze. Sterbe ich, wenn ich Kamikaze-Flug nach oben wäre, ne? Ja, von ganz weit. Von ganz weit oben. Bin tot. Ja, nice. Get it egg! Fast! Ja! Bin ich male oder female? Ich bin weiblich. Oh no. Die haben Standardfarben. Ah, schnell! Mach schon! Die müssen halt nur noch annehmen. Oh. Ja! Ja, Fenri! Was muss ich drücken? E muss ich drücken. Leertaste, Leertaste. Leute, wir sehen alle gleich aus. Aber wenn man der Entrecht. Na, keine Ahnung. Der ist, kommt nach der Mutter. Nochmal los, Spam! Spam! Ja! Leute, du siehst genau aus wie wir. Und du bist auch ein Female. Hi. Komm mal rüber. Leute, Alter, wie groß ich schon bin, grüße zu dir. Komm, lass uns voll kotzen. Das finde ich halt auch so ein Ding. Ich bin auch voll. Ja, das wird irgendwie mit vollem Futter. Machen wir eh. Die Geräusche, Alter, what the fuck. Süß. Ah, ich hab jetzt zwei da jetzt. Nice. Oh ja, nice. Ja. So. Ja, ist gut. Ist gut. Ja, auf. Da finde ich halt. Der Server, wo wir hingehen sollten, der sollte auch irgendwann den Global anmachen. Der Global kommt ja irgendwann als Mod-Support wieder rein und der sollte definitiv drin sein. Ja. Nice. Und nun? Abschimmeln. Ja. Abschimmeln, ja. Hast du. Ah, du hast grüne Augen. Ich hab rote Augen. Oder braune Augen? Meine sind grün und deine sind? Braun, würde ich sagen. Ja. Warte mal. Ja, braun. Guck. Ich komme da irgendwie nicht hin. Bist du doof? Guck mal nach vorne, bitte.
Na, vor, achso, ja. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, braun oder orange oder so. Hm, würde ich jetzt auch sagen. Boah, wow, der sieht voll cool aus, aber der ist, glaube ich, hat er nicht gesagt, der ist adoptiert? Der ist adoptiert, so wie er es gesagt hatte. Okay. Latsch. Oh nee, Leute, die sehen halt wirklich so aus. Ja, die kommen alle nach der Mutter irgendwie. Und nun? Ja, das ist jetzt die Sache. Hm. Ach, bin ich doof. Komm, wir gehen auf eine Weltreise. Okay, warte. Nein, nicht. Nein, ich hab die Krümme gelieft. Stop! Friedrich, komm her! Invite me, please! Nicht E gedrückt halten, du musst 2 drücken, du Wurst. So. Los geht's! Oh, die hassen uns, ne? Auf geht's, Finrir. Auf in die weite Welt. Wir sind so schnell. Ja, wir sind so schnell. Wo bist du? Auf geht's!